Wir verarbeiten die Swiss-Baser-warme Kante bei unseren dünnen Isoliergläsern. Und da sehr gerne, weil wir da auch die Farbanpassungen besser vornehmen können. Die gibt es in verschiedenen Farben, in verschiedenen Breiten. Und da haben wir dann die große Vielfalt. Und auch der Swiss-Baser kann letztendlich auf Gärung geschnitten werden, sodass wir auch keine gerundeten Ecken haben, was natürlich in der Optik und in der Qualität ein gutes Erscheinungsbild macht. Swiss-Baser haben wir beispielhaft im Neuen Schloss in Stuttgart verbaut. Für uns ein sehr großes Prestigeprojekt. Und hier war uns ganz wichtig, dass die Abstandshalter identisch mit der Oberfläche zum Swiss-Baser Sprosse passt. Und das ist dort sehr gut gegeben. Durch die Oberfläche wirkt es etwas matt, was dann sehr harmoniert mit der Farboberfläche der Fenster. Und das, was wir erreichen wollen, dass wir Einzelglasfelder darstellen und durch diese glasteilenden Sprossen dieses Erscheinungsbild wieder aufleben lassen. Und das ist mit Swiss-Baser sehr gut erreichbar.